Kollege Professor Dr. Heribert Hirte das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe verbliebene Zuhörer. Was lange währt, wird endlich gut. Es wurde schon ein paar Mal angesprochen. Es geht hier um eine Wiedereinbringung eines Gesetzes, das als Aktienrechtsnovelle 2011 schon einmal dieses Haus erblickt hatte und das dann liegen geblieben ist. Es ist lange gereift, aber Frau Keul, es ist kein Gerippe übrig geblieben, sondern das, was wir hier sehen, enthält eine ganze Reihe wichtiger und wesentlicher Änderungen des Aktienrechts. Und diese wesentlichen Änderungen fokussieren zu einem ganz erheblichen Teil auf Fragen der Eigenkapitalausstattung, der Verbesserung der Eigenkapitalausstattung der deutschen Aktiengesellschaften. Dass es hiermit am Ende nicht ganz so eilig war, wie es am Anfang schien, hing damit zusammen und hängt damit zusammen, dass die Finanz- und Bankkrise überwunden wurde und dass wir es mit vielen anderen Maßnahmen geschafft haben, die damit verbundenen Probleme erst einmal in den Griff zu bekommen. Wir fügen jetzt noch ein weiteres Puzzlestein in diese Frage, ein Puzzlestück in diesen Bereich ein, und das ist ein weiterer wichtiger Schritt. Dieser Punkt betrifft die Verbesserung der Eigenkapitalausstattung der Unternehmen, und dazu muss man in Erinnerung rufen, Eigenkapital ist, was die Finanzierung von Unternehmen angeht, das Puffer, was die Verluste trägt, was die Verluste auffängt, wenn es um Krisen geht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier zur Stärkung des Eigenkapitals beitragen. Und wir tun das ganz besonders bei Kreditinstituten, bei Banken, in zwei Bereichen. Einmal geht es, der Kollege Fechner hat das eingangs schon angesprochen, um die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht. Solche Aktien kann man ausgeben, und derjenige, der ein bisschen mehr oder ein bisschen schneller seine Dividende bekommt als andere, das stellen wir auch klar, dass beides möglich ist, der darf nicht mehr mit abstimmen, dann dürfen die anderen nicht mehr abstimmen, wenn die entsprechenden Vorzüge nicht gezahlt wurden. Allerdings, im Augenblick ist es so, damit dieser Ausschluss des Stimmrechts wieder aufgehoben wird, muss der Vorzug nachgezahlt werden. Und das wird aus der Sicht des Bankenaufsichtsrechts so angesehen, dass dann die Vorzugsaktien nicht als Eigenkapital, als sogenanntes regulatorisches Eigenkapital, wie der Kollege Fechner das eben zu Recht gesagt hat, angesehen wird. Das heißt, hier haben wir Eigenkapitaltitel nach unserer Vorstellung, die trotzdem nicht als Bankeigenkapital angesehen werden. Wir ändern das und sagen, der Vorzug muss nicht mehr nachgezahlt werden. Ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Bankbilanzen. Und wir machen in diesem Zusammenhang noch einen zweiten Schritt, nämlich im Bereich der sogenannten Wandel- und Optionsanleihen. Was ist das? Unternehmen, insbesondere Banken, können Anleihen ausgeben. Das ist Fremdkapital. Und bisher ist es jedenfalls nach dem Gesetzestext so, dass die Gläubiger es in der Hand haben, zu irgendeinem Zeitpunkt zu sagen, wir switchen rüber, wir wandeln um und werden dann zu Aktionären. Aber wichtig wäre es für uns zur Stärkung der Solvenz der Gesellschaften, das dann zu machen, wenn die Banken das brauchen. Und deshalb drehen wir diese Wahlrechte jetzt um. Wir geben die Möglichkeit aus, dass auch die Gesellschaften und vor allen Dingen die Kreditinstitute sagen können, dann, wenn es nötig ist, wenn die Aufsichtsbehörden das erzwingen oder verlangen, dann werden die Gläubiger rübergeholt ins Eigenkapital. Auch das ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Solvenz unserer Banken. Und damit komme ich noch zu einigen sozusagen kleineren Punkten. Einer der Detailpunkte, Frau Keul hat es angesprochen, ist die Frage, wie Aufsichtsratsmitglieder, die entsandt sind von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, ihrerseits Bericht erstatten können. Wir machen auch hier einen wichtigen Schritt nach vorne, indem wir klarstellen, wann sie solche Berichte weitergeben können und dürfen. Aber in einem Punkt bin ich völlig anderer Meinung als das, was Sie angesprochen haben. Die Verschwiegenheitspflicht bleibt bestehen, und da bedarf es deshalb auch keiner Klarstellung, weil selbstverständlich nicht Angelegenheiten des Aufsichtsrates anschließend öffentlich in irgendeinem Gemeinderat diskutiert werden können. Das steht den aktienrechtlichen Prinzipien entgegen. Und ein letzter Punkt, Vorstandsvergütung.
Sie sagen, wir hätten hier noch einiges tun müssen. Wir haben das in der letzten Legislaturperiode getan. Und Sie haben dadurch, dass Sie den Vermittlungsausschuss mit angerufen haben, blockiert, dass die Änderung, die wir in der letzten Legislaturperiode am Ende vorgeschlagen haben, Gesetz geworden ist. Und deshalb, auch Sie können guten Gewissens jetzt zustimmen. Ich hoffe auch von allen anderen auf Zustimmung für das Gesetz. Vielen Dank.